Lasst uns kurz über diese Aya sprechen. Die Aya 144 in der Sura Ali Imran. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Und Muhammad ist lediglich ein Gesandter. Dies hat keinen abwertenden Charakter, im Sinne von, er ist bloß ein Mensch. Nein, Gesandter ist eine sehr noble Bezeichnung. Aber gleichzeitig wird etwas klargestellt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein Gesandter. Er ist der auserwählte Gesandte, der Anführer aller Gesandten und das Siegel aller Gesandten. Jedoch darf man ihm nicht mehr zuschreiben. Er ist nicht Gott. Er ist lediglich ein Gesandter. قد خلت من قبله الرسل. Vor ihm kamen und gingen auch Gesandte. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Wollt ihr nun auf euren Fersen kehrt machen, wenn er gestorben ist oder getötet wurde? Das heißt ihm den Rücken kehren und die alten Gewohnheiten wieder annehmen? ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Wer auf seinen Fersen kehrt macht, kann Allah hiernach durch nichts schaden. Und Allah wird die Dankbaren bald belohnen. Denn das zeigt Dankbarkeit gegenüber Allah. Im Dien zu bleiben, Allahs Nähe zu suchen, ist ein Zeichen von Dankbarkeit. Der Hintergrund zu dieser Aya ist bekannt. Die Aya wurde natürlich zum Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart, als er noch am Leben war. Aber an jenem Tag, dem dunkelsten Tag für diese Umma, als unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verstarb, wurde diese Aya aus ganzem Herzen rezitiert. Wenn wir über das Ableben des Gesandten sallallahu alaihi wasallam sprechen, möchte ich auf einzelne Gefährten eingehen, auf ihr individuelles Verhalten an diesem Tag. Denn das zeigt am besten, wie der Schmerz aufgenommen wurde. Wir wissen, dass der Verlust des Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Tragödie war. Wir wissen, dass es eine schmerzhafte Erfahrung war. Aber wie haben die Gefährten darauf reagiert? Abu Bakr radiallahu anhu war des Prophetens bester Freund. Denkt an euren besten Freund. Aber sie waren beste Freunde seit über 50 Jahren. Wie lange? Mehr als 50 Jahre. Die wenigsten, die das hören, sind älter als 50. Stellt euch das mal vor. Sie sind schon länger die allerbesten Freunde, als wir überhaupt am Leben sind. Was bedeutet das, ein Leben lang beste Freunde zu sein? Wie nahe müssen sie sich wohl gestanden haben? Darüber hinaus ist hier die Rede vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Den Gesandten Allahs zu verlieren, ist für jeden Gläubigen hart. Und erst recht für einen Gläubigen wie Abu Bakr radiallahu anhu, der den Islam gleich am ersten Tag angenommen hat. Über ihn wird gesagt, dass er vom ersten Tag an eine enorme Überzeugung besaß, sodass er bereits am darauffolgenden Tag 7 weitere Menschen zum Islam gebracht hat. Und nun verliert er nicht nur seinen besten Freund, er verliert auch den Gesandten und Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und seine Tochter wird zur Witwe. Kann man sich überhaupt vorstellen, wie schmerzhaft das für Abu Bakr war? Er war außerhalb Medinas, um einige Besorgungen zu erledigen und kehrte einige Stunden nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam zurück. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam verstarb im Haus von Aisha, nachdem er eine Woche sehr krank gewesen war. In den letzten Tagen hatte er keine Kraft mehr aufzustehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam lag da mit dem Kopf in Aishas Schoß. Als der Tod nahe war, wurde sein Mund sehr trocken und er wollte mit dem Miswak seine Zähne reinigen, da er wusste, dass er bald seinem Herrn gegenüberstehen wird. Doch sein Mund war so trocken, dass er Aisha radiallahu anha bat, den Miswak zu befeuchten. Nachdem er den Miswak benutzt hatte, nahm er seinen letzten Atemzug. Als Abu Bakr radiallahu anhu ein paar Stunden nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina eintraf, spürte er sofort, dass etwas Schlimmes geschehen war. Die Bürger waren durcheinander, liefen umher, einige weinten. Als jemanden fragte, erfuhr er, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verstorben ist. Stellt euch vor, wie bedrückend das Gefühl für ihn gewesen sein muss. Er ist nicht mehr da. Sein Freund, sein Schwiegersohn, sein Prophet.
ist nicht mehr da. Das ganze Leben haben sie miteinander verbracht. Er durchlebt die größte Tragödie seines Lebens. Aber er merkt, die Menschen werden mich jetzt brauchen. Mehr denn je. Also sammelt er sich, besinnt sich und macht sich auf den Weg zum Haus seiner Tochter Aisha. Der Körper des Propheten sallallahu alaihi wasallam lag in ein Tuch gehüllt. Er entfernte das Tuch vom Gesicht des Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte: "Bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan." Meinen Vater und meine Mutter würde ich für dich opfern, o Gesandter Allahs. Du warst schön im Leben und du bist schön im Tod. Und er küsste die Stirn des Propheten sallallahu alaihi wasallam und bedeckte sein Gesicht. Dann ging er hinaus. Er hat sozusagen damit abgeschlossen. Er hat sich mit der Situation abgefunden. Aber gleichzeitig begriff er seine Verantwortung gegenüber den Bürgern. Er ging hinaus und versammelte die Leute. Er sah Menschen wie Omar, die fassungslos umherlaufen. Jemand wie Uthman sitzt in der Ecke und weint leise. Die Menschen waren nicht imstande, miteinander zu sprechen. Ein tragischer Umstand. Und er begriff, dass jemand aufstehen und alle wieder erden muss. Also stieg er auf den Minbar und ließ den Adhan rufen, damit die Leute zusammenkommen. Und die Leute versammelten sich vor ihm. Abu Bakr radiallahu anhu sprach die Leute an und sagte: "Wama Muhammadun illa Rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhammad ist lediglich ein Gesandter. Vor ihm kamen und gingen Gesandte. "Afa'in mata au qutilan qalabtum ala a'qabikum." Wollt ihr nun auf euren Fersen kehrt machen, wenn er gestorben ist oder getötet wurde? "Waman yanqalib ala aqibayhi falan yadur Allah shay'a." Wer auf seinen Fersen kehrt macht, kann Allah hiernach doch nichts schaden. "Wasayajzi Allahu ash-shakirin." Und Allah wird die Dankbaren bald belohnen. Und dann sagte er: "Ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." O ihr Menschen, wer auch immer Muhammad angebetet hat, so soll er wissen, dass Muhammad tot ist. Aber wer Allah angebetet hat, der soll wissen, dass Allah der ewig Lebende ist, der niemals stirbt. Abu Bakr liebte den Propheten sallallahu alaihi wasallam mehr, als wir es ahnen können. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam aus Mekka auswanderte, wen nahm er da als seinen Begleiter mit? Abu Bakr. Und als sie durch die Wüste wanderten, wussten sie, dass die Quraysh auf sie Jagd machten. Sie hatten ein Kopfgeld auf den Propheten ausgesetzt. Und während sie in Richtung Medina marschierten, lief Abu Bakr radiallahu anhu mal vor dem Propheten, mal hinter ihm, dann wieder links neben ihm und nach einer Weile rechts vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann wieder hinter ihm und vor ihm, rechts und links von ihm. Stell dir vor, du läufst und jemand zieht solche wirren Kreise um dich. Also fragt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "Abu Bakr, was ist los?" Und er erwiderte: "Ja Rasulallah, ich denke an die Verfolger, da gehe ich hinter dir. Dann erinnere ich mich an die Späher, dann gehe ich vor dir. Wenn ich einen Felsen auf der Linken sehe, denke ich, dass sich jemand dahinter verbirgt. Also laufe ich links von dir. Denn wenn jemand einen Pfeil schießt, soll er mich treffen und nicht dich." So sehr liebte er den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber dennoch sagt er: "Wer auch immer Muhammad angebetet hat, so soll er wissen, dass Muhammad tot ist. Aber wer Allah angebetet hat, der soll wissen, dass Allah der ewig Lebende ist, der niemals stirbt. Damit die Leute auch weiterhin Allah anbeten und nicht verzagen."